1:1 in Rödinghausen, ein goldener Punkt. Und am Ende muss man halt einfach sagen, ein Punkt ist ein Punkt. Es war das schwere Spiel gewesen und man muss natürlich sagen, in der linken Tasche haben wir den Papst gehabt, in der rechten Tasche haben wir den Fußballgott gehabt und in der Mitte haben wir Kilian Pagliuca gehabt, der dann in der 92. Minute das 1:1 geköpft hat. Alles weitere nach dem Intro und wie immer vielen Dank an meine Kanalsponsoren für die Unterstützung dieses Videos. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Kartoffelkäfer Dirk und schön, dass du hier wieder reinschaust. Es war das schwere Spiel gewesen, wovon wir immer geredet haben, Rödinghausen, unangenehmer Gegner. Und Rödinghausen hat gezeigt, dass sie heute ein exzellenter Gegner gewesen sind, denn sie haben uns den Schneid abgekauft. Sie haben in allen Lagen, waren sie einfach besser gewesen. Von den Großchancen her, habe ich die mal zusammengezählt, waren es 6 für Rödinghausen und 4 für Alemannia. Aber das spiegelt eigentlich nicht den Spielverlauf wider, denn Rödinghausen hat uns heute wirklich mal die Grenzen aufgezeigt. Aber auch nur, weil halt eben wir nicht so gut waren wie sonst. Heute haben wir ziemlich bescheiden gespielt. Es hat fast nichts geklappt, was nach vorne ging, was nach hinten ging. Wir haben profitiert oder hätten profitieren können von den Fehlern, die der Torwart Weber gemacht hat von Rödinghausen. Zweimal hat er da gepatzt, aber das konnten wir nicht ausnutzen. Andersrum, Rödinghausen, die wie gesagt uns den Schneid abgekauft haben, aber auch sie haben Fehler im Spielaufbau gemacht, Bälle einfach ins Nichts geschossen. Nichtsdestotrotz muss man halt eben sagen, Rödinghausen war gut und wir waren eben schlecht. Man muss es auch einfach so sagen, es war von Alemannia seit langer, langer Zeit mal wieder so ein richtig schlechtes Spiel gewesen und das mal wirklich über 90 Minuten. Nehmen wir mal die letzten vielleicht 5 Minuten aus nach der roten Karte von Julian Schwermann. Da hat die Mannschaft nochmal die Arschbacken zusammengekniffen und hat dann gezeigt, was ihre Mentalitätsstärke ist, dass sie dann halt eben nochmal draufgehen kann und dass sie dann auch halt eben das Tor in der Nachspielzeit erzwingen kann. Der Eckball, der war eigentlich keiner gewesen. Das ist halt eben nun mal so. Fehler passieren und Fehler, da haben wir auch genügend von gehabt. Und diesmal haben wir wieder von einem Fehler profitiert vom Schiedsrichter. Nichtsdestotrotz habe ich ja viel gelesen oder auch wurde mir geschrieben, dass man darüber gejammert hat, dass Alemannia halt eben wieder in der 92. Minute in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielt hat. Das heißt, einen goldenen Punkt mitgenommen hat. Aber wenn man mal die gesamten 90 Minuten sieht, hätte Rödinghausen das Ding eigentlich auch mit 3:1, 4:1 nach Hause schaukeln können. Vielleicht sogar müssen. Haben sie aber nicht. Und dann ist die alte Fußballerweisheit, machst du vorne die Tore nicht, bekommst du hinten einen rein. So war es gewesen. Und am Ende nehmen wir halt aus Rödinghausen einen wertvollen Punkt mit. Wir werden am Ende sehen, ob der uns dann was genützt hat. Statt 2 Punkte vom Alemannia auf Bocholt sind es jetzt wieder 3 Punkte. Haben wir 2 Punkte verloren auf Bocholt, die sich natürlich jetzt gefreut haben, dass auch wir mal gepatzt haben. Aber na gut, so ist das eben. Wir haben jetzt das 10. Spiel in Folge nicht verloren und das wird bis zum Schluss spannend bleiben. Und wir haben ja auch gesehen, die letzten Spiele war Alemannia auch nicht mehr so gut gewesen, aber sie waren halt eben total effektiv gewesen. Diese Effektivität hatten wir heute nicht gehabt. In der letzten Minute, Sekunde, natürlich doch durch Kilian Pagliuca, aber davor hatten wir auch Chancen gehabt, hätte man auch die Tore machen können. Aber diesmal ist uns das leider dann nicht gelungen. Am Ende muss man eben einfach sagen, ja, die Bäume wachsen nicht im Himmel und auch trotz der guten Mentalität, die wir ja dann besitzen, um ein Spiel dann halt eben doch noch zu einem guten Ende für uns zu entscheiden, darf man nicht darüber hinwegsehen, dass es doch arge Probleme gab und das in fast allen Mannschaftsteilen. Jetzt gab es ja viel Kritik an unseren Keeper Marcel John. Der hat natürlich da zweimal schlecht ausgesehen. Einmal, als er rauskam und den Ball ein bisschen unterlaufen hat, weggeköpft hat, wo ja dankenswerterweise Rödinghausen den Ball neben das Tor statt ins Tor geschossen hat. Und dann natürlich bei dem 1:0, wo er vermeintlich vielleicht nicht so gut ausgesehen hat, aber vor ihm stand Hanrath, da ging der Ball durch die Beine und auch Engelmann mit seiner Fußspitze noch dran. Sah ein bisschen dämlich aus, aber das ist halt eben so. Dadurch entstehen Tore und auch Marcel John muss man vielleicht ja auch mal erwähnen. Er war ja bis letzte Woche noch krank gewesen, er hat eine gute Grippe gehabt. Dann ist er auf dem Platz zu stehen, hat vielleicht mit reingespielt, dass er da natürlich dann auch ein paar Kilos verloren hat, so wie man es am Trainingsplatz gehört hat letzte Woche, dass das mit dazu beigetragen hat, dass er halt eben noch nicht so in Topform gewesen ist.
Nichtsdestotrotz hat er auch in Rüdinghausen natürlich prima gehalten. Denkt man nur alleine mal daran, wo er den Ball gegen Engelmann abgewehrt hat und den Nachschuss dann auch noch pariert hat. Aber wie gesagt, wenn der Torwart eben einen Fehler macht, dann ist es eben meistens ein Tor. Und ja, war es ein Fehler, war es jetzt kein Fehler, kann man sich müßig drüber streiten. Massillon hat für uns schon so viele Punkte gerettet, dann macht er eben auch mal, wenn es denn dann die meisten so sehen, eben einen Fehler. Ja, bei der Aufstellung hatte man sich gewundert, dass Heimer Backhaus dann doch mehr rotiert hat, als man vielleicht gedacht hätte. Kilian Paljuka war nicht in der Startelf, ebenso wenig wie Marc Brasnitsch, der auch erstmal draußen war. Dafür war wieder Lukas Cepanik im Team gewesen. Nicht so auffällig gewesen, aber er hatte die Chance gehabt zum 0:1, als er knapp über das Tor geschossen hat, nach dem Patzer von Rüdingshausens Keeper Weber. Und auch nachher hat er noch eine gute Chance gehabt. Er hat natürlich das 0:1 sehr früh verteidigt in der zweiten Minute, da im Strafraum von uns, als er noch sein Bein zwischengestellt hat. Da war ja der Trainer von Rüdinghausen, Toku, ja der Meinung gewesen. Das war klarer Elfmeter gewesen. Der Schiedsrichter war anderer Meinung gewesen. Und ich denke auch, dass Lukas Cepanik da einfach gut verteidigt hat. Thilo Töpken hat dann in der Startelf begonnen und natürlich nach seinem Tor letzte Woche hatte man natürlich gehofft, dass das jetzt so weitergeht. Aber auch er hat sich da ein bisschen aufgerieben an der Rüdinghausener Abwehr und hat auch ja, so gut wie keinen Ball so richtig festmachen können, weil einfach, wie gesagt, in allen Mannschaftsteilen der Wurm irgendwie drin steckte. Auch nachher, als Marc Brasnitsch dann für ihn gekommen ist in der zweiten Halbzeit, ist es eigentlich ähnlich geblieben. Nach vorne, es war sehr schwer. Wir haben viele Bälle in der Offensive halt eben verloren im Anspiel. Und auch, wenn der Ball nach hinten ging, wurde einfach planlos lang nach vorne geschossen. Das haben wir schon anders gesehen, das haben wir schon besser gesehen, aber es ist halt eben so, wie es ist. Wenn ich Rüdinghausener Spieler wäre, würde ich mich am Ende natürlich auch ärgern, dass man statt 3 Punkte nur 1 Punkt hat und man hat es halt eben selber versemmelt. Dann muss man sich nicht beschweren, wenn man dann in der Nachspielzeit noch das 1:1 kassiert, was dann zugegebenermaßen ja noch schlecht verteidigt gewesen ist. Dahingestellt sei, dass es eine Ecke war oder nicht. Man hat es ja gesehen bei Sporttotal. In letzter Konsequenz hat Rumpf den abgeprallten Ball dann weit über das Tor geschossen und alle Spieler haben sich orientiert nach dem Motto, es gibt Abstoß für Rüdinghausen, bis der Schiedsrichter entschieden hat, es gibt Eckball für Alemannia. Und genau dieser Eckball hat dann dazu geführt, dass wir das 1:1 noch erzielt haben. Für die mitgereisten rund 1200 Fans war das natürlich super gewesen, denn so eine 3,5-stündige Fahrt nach Rüdinghausen und dann wieder zurück, die ist natürlich dann mit einem goldenen Punkt ganz anders, als wenn man mit einer Niederlage zurückgefahren wäre. Auch im Klömpchensclub, wo ich gewesen bin, der Klömpchensclub war rappelvoll gewesen und auch da war die Stimmung dann natürlich ausgelassen gewesen, als dann natürlich Kilian Paljuka in der 92. Minute das 1:1 gemacht hat. Auch wenn es schwerfällt, zeige ich euch jetzt trotzdem im Anschluss die Zusammenfassung nochmal mit den Höhepunkten von Sporttotal. An dieser Stelle vielen Dank an Sporttotal, dass ich wieder deren Bilder und Sequenzen verwenden darf in meinem Video. Aber natürlich, da ich nicht vor Ort war, gibt es natürlich nur ganz spärliche Bilder mit dem Drumherum. Aber nichtsdestotrotz kann man es nochmal angucken. Dann kann man eben nochmal sehen, wo wir an vielen Stellen Glück gehabt haben und wo wir an vielen Stellen dann Pech gehabt haben. Auch die rote Karte von Julia Schwermann ist natürlich klar eine absolute berechtigte rote Karte. Da ist Julian einfach zu spät gekommen, hat voll den Schlappen drauf gehalten und das ist halt eben eine rote Karte. Er ist Wiederholungstäter und da ist natürlich zu befürchten, dass der Verband ihn dann wahrscheinlich für 3 oder 4 Wochen sperren wird. Wäre natürlich bitter für uns, weil er dann natürlich so lange ausfallen würde. Micke Hanratz war ja nach dem Spiel vom Feld gehumpelt, hatte ja einen Krampf gehabt, aber da gab es dann immer eine Entwarnung, dass es halt eben nur ein Krampf war und alles wieder gut ist. Und ja, beim Rest muss man eben abwarten, auch mit Anders Backhardt, der ja nicht dabei gewesen ist, wird man erst Montag, Dienstag wissen, was mit ihm ist, ob er wieder zurückkehrt in den Kader oder ob es halt eben doch ein längerer Ausfall wird. Aber wie gesagt, schauen wir uns die Zusammenfassung an und am Ende sehen wir uns nochmal wieder. Heute leider nicht live im Stadion dabei, aber dafür bin ich heute im Klömmchens Club. Mal gucken wir mal, was da passiert und abgegangen ist. Thank you.
Weiß der wie und du? Wer die Novalic? Ich wusste es. Bisschen Glück ist dabei und Traum. Oh. Ja, ein Punkt ist ein Punkt ist ein Punkt.
Wir sind glücklich darüber. Andere sind da äußerst ungehalten drüber, aber es ist halt eben so, wie es ist. In der Tabelle bleiben wir weiter vorne. Jetzt nur noch 3 Punkte Vorsprung auf den 1. FC Bocholt, der seine Aufgabe mit 4:1 zu Hause natürlich braviös erledigt hat. Und dahinter Fortuna Köln, auch da hat sich der Trainerwechsel direkt bezahlt gemacht, hat dann Rot-Weiß Oberhausen mit 2:1 besiegt. Letzte Woche hat die Konkurrenz gestrauchelt und wir haben profitiert. Jetzt haben wir ein bisschen gestrauchelt und die Konkurrenz hat nun ebenfalls profitiert. Alles rückt wieder ein bisschen näher zusammen und wir wissen das alle. Das Ganze ist kein Selbstläufer und am 34. Spieltag wird spätestens entschieden, wer dann aufsteigt und wer dann oben ist, der hat es auch verdient. Man maßt sich ja nicht an, dass wir alle Spiele gewinnen werden. Heute hätte die erste Niederlage erfolgen können, wieder mal, aber mal Glück gehabt. Nichtsdestotrotz gegen Fortuna Düsseldorf 2 am Freitagabend nächste Woche oder kommende Woche wird es natürlich verdammt schwer, denn auch Düsseldorf hat mit ihrem Trainerwechsel vor ein paar Wochen natürlich äußerst profitiert davon. Seit 8 Spielen, wo der Trainer jetzt da ist, gab es 7 Siege und sie haben mit die beste Abwehr mittlerweile seit diesem Zeitraum. Und da kommt ein hartes Stück Arbeit auf uns zu. Und das wird auch bis zum Ende so weitergehen. Ob das nun Fortuna Düsseldorf sein wird, ob das der FC Bocholt sein wird, ob das Fortuna Köln sein wird. Jeder Gegner, der zu uns kommt oder wo wir hin müssen, ist halt eben schwer zu knacken. Und alle werden alles dran sitzen, um uns den Frick anzutun. Rödinghausen hat es heute gemacht. Wir haben Glück gehabt und dann hoffen wir mal, dass wir in den letzten Spielen dann weiterhin dieses Glück uns hold ist und vor allem die Mentalitätsstärke uns weiterhin gewahrt bleibt. Das soll es dann auch von mir gewesen sein. Ein kurzes Video diesmal nur, weil wie gesagt ich ja nicht in Rödinghausen gewesen bin und nicht so viel Content produzieren konnte. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen und schreibt mal drunter, wie ihr das seht. Ein goldener Punkt, ein verdienter Punkt oder haben wir einfach nur Glück gehabt? Egal wie, schreibt mal eure Kommentare darunter unter meinem Beitrag hier und dann bin ich gespannt, was ihr darüber denkt, wie wir in Rödinghausen gespielt haben und was halt eben dieser Punkt am Ende für uns wert sein wird. In diesem Sinne, macht es gut, Adida, Todd Zins und ciao, euer Kartoffelkäfer, Dirk.